So, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Creator Server Let's Play Folge fucking 204. Ja. Ich brauche auch irgendwann mal neue Projekte. Ne? Weil die Projekte, die wir haben, ich meine, gut, wir haben noch eine ganze Menge. Das Hotel braucht noch Inneneinrichtung. Wir haben auch für das Hotel immer noch keinen Innenhof. Da wollte ich auch noch irgendwo so ein japanisches Haus hinklatschen. Von daher haben wir noch ein bisschen was, was wir machen können. So. Das allererste, was wir machen, ist rekombinieren. Okay. Wir haben nur hier von Cobble. Von dem gibt es keinen Cobblestone. Na gut, dann, ja. Perfekt. Das ging ja mal schnell. So, du kannst da rein. Die anderen Sachen brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Kann ich also alles wunderschön rekombinieren. Achso, ja klar, das ist ja natürlich ein bisschen... geht das? Nein. Ach, da hätte ich die anderen, die hätte ich die anderen abbauen können und dann hätte ich das hier. Ach, okay, komm. Fuck off. Ist mir jetzt egal. Dann machen wir den hier mal auf 4. Schwupps. Gib mal 4 her. Die restlichen bitte wieder zurückgeben. Dankeschön. Hier nichts einheimsen. 99, okay. So. Und dann können wir die nämlich nutzen, um die jetzt zu rekombinieren. Perfekt. Ja, das Wort rekombinieren habe ich selbst erfunden. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt oder ob das in dem Moment Sinn macht. Ist mir auch egal. Da. Perfekt. So. Jetzt können wir die erstmal. Ach komm, ich packe die erstmal wieder in die Tasche. Ich habe sogar noch ein Stack übrig. Ich bin Achter. Du auch. Okay, wir brauchen dieses Compressed Kacke. Gucken wir mal. Achso, siehst du, wenn ich jetzt sowieso direkt zum Lager gehe, könnte ich das ganze Stein noch gleich einrollen. Weil jetzt brauchen wir es erstmal nicht mehr. Das Dach vom Hotel ist fertig, die Ringe vom Leuchtturm sind fertig. Von der brauchen wir das bunte Gestein eigentlich nicht mehr. Gut, dann räume ich das gleich mal wieder raus hier. Silbersandstein haben wir schon drin, oder? Ja. Gut, da kann das hier alles rein. Und einmal. Achso, war schon aktiv. Okay. Jetzt brauchen wir das da. 132 könnte. 99 dürften reichen. So groß ist die Fläche ja gar nicht. Achso, na klar, wir brauchen ja mehrere. Hä? Ja, wir haben nicht nur eine Platte, sondern ne, soll da ein bisschen Raum werden. Okay, das heißt, wir müssen davon ein paar produzieren. Compressed. Wie komprimieren wir denn? Einfach mit unserem Kompressor, von dem wir ja einige haben. Was? Mann, so hier. Mission. Achso, ja. Mission Impossible, schon klar. Ach da. Achso, kann man einfach direkt im Fertigungsraster machen. Sehr schön. Ach stimmt, ist ja auch von der Home-Decor-Mod und nicht von der Technics-Mod. Schon wieder. Gut, dann brauchen wir ein bisschen Cobblestone. Siehst du, hab ich ja gesagt, man kann nie genug Cobblestone haben, wobei wir schon 13.000 haben. Wollt ihr mich verarschen? Das Ding ist einfach schon halb voll und dabei haben wir da ordentlich Upgrades drin. Soweit ich weiß. Na gut, okay, 2. Da geht ein bisschen mehr. Egal. Dann, ja, nehmen wir da einfach mal ein bisschen was raus. Gott, passt viel in unser Inventar rein. So, alles. Und dann nochmal. Was? Alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, brauchen wir noch 2? Alles. Perfekt. So, dann haben wir 4 Stacks davon. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und was da halt nicht reicht, können wir dann hier reinpacken. Dafür haben wir die Dinger ja. Ganz ehrlich.
So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall Glas. Nehmen wir dafür das, dieses schwarze? Ja, doch, wir nehmen das schwarze Glas. Da bleiben wir uns treu. Das weiße Glas ist einfach nur hässlich. Ich meine, fürs Hotel, da kann man es nehmen, auch wenn ich da nicht hundertprozentig glücklich drüber bin. Kann es da erstmal bleiben, aber ne, das läuft. Links der Bumse machen wir wieder mit dem schwarzen Glas hier. Brauchen wir aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Haben wir noch irgendwo schwarzes Glas rumliegen? Nee, ne? Gut. Dann mache ich davon mal einen ganzen Stack. Das heißt, 36 haben wir. Wir brauchen. Achso, wir brauchen schon noch ein bisschen mehr Obsidian. So, das heißt, wir brauchen noch 63. Dann haben wir 99. 63, das wären 7 mal. So. Du kannst nach da oben. Und die 7, die schmelzen wir jetzt einfach mal ein. Doch, auch richtig. Hä? Wow. Klar. So. Perfekt. Das geht ab. Alter. Das, doch, ist schon geil, wie schnell die Dinger sind. Da kann man wirklich echt, selbst wenn man ein ganzes Deck reinpackt, kann man einfach zugucken, so schnell ist der Kasten. Das ist schön. Das ist echt geil. Hat sich das Ganze noch ein bisschen gelohnt. Sehr gut. Und wenn wir halt doch sehr viel Massen an Waren produzieren wollen, ne, dann haben wir hier noch ein paar mehr. Wir haben ja 5 Stück davon. Aber wie gesagt, einer zieht gerade mal. Also, ne? Wir können locker alle 5 betreiben. Das schaffen unsere Batterien hier locker wegzustemmen. Die Batterie-Upgrades haben also echt was gebracht. Was ich persönlich ja nicht gedacht hätte. So, jetzt sollten wir soweit erstmal alles haben. Ist das daneben gegriffen? Wobei ich hier angeklickt habe, da bin ich mir sicher. Aber der Apfel hat das wahrscheinlich etwas anders gesehen. Der dachte sich so, nope, heute nicht. So, die Wege nehmen wir gleich mal mit nach oben. Macht das Sinn? Doch. Dankeschön. So. Ja, mit dem Keller müssen wir uns auch noch überlegen, was wir da Schönes mit dem Keller machen. Okay. Also, zuallererst ist die Frage, die Plattform oben, die machen wir auch rund. Jetzt heißt das natürlich eine ganze Menge Arbeit. Vor allen Dingen aber heißt das, wir brauchen den scheiß Schraubendreher. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Also wieder ab nach unten. Und noch den Schraubendreher holen. Easy. So kann man Zeit verschwenden. Reicht mir aber, diesen Äpfeln. Kein Respekt mehr. So, Schraubendreher. Ah, ne, der war unten in der Kiste. Werkzeuge haben wir jetzt alle unten. Wo ich nicht weiß, ob das eine kluge Idee war. Vielleicht sollten wir einfach die Kiste mit der Kiste unten austauschen. Weil das Gras, das ganze Zeug hier brauchen wir sowieso nie. Von daher wäre die im Lager, also unten im Keller, sinnvoller. Ich wollte halt nur deswegen die Werkzeuge unten haben, ne, weil unten ja auch unsere Werkbänke und die ganzen Öfen sind und deswegen quasi so als Art, ja, als Art Werkstatt quasi. Und deswegen, da die Werkzeuge halt, dachte ich, ne, Sinn machen, weil Werkzeuge gehören halt in die Werkstatt. Ja, dass wir aber die Werkzeuge ja andauernd brauchen und dementsprechend damit längere Wege haben, ist natürlich jetzt ein Nachteil, der sich daraus ergibt. Ein Nachteil, wo ich so offen gesagt nicht wirklich dran gedacht habe. Und hier bin ich ehrlich gesagt ohne mal am Überlegen, ob ich das nicht doch auch mit Schrägen realisiere. Die Sache ist, diese Kanten hier, da weiß ich nicht, ob das mit Schrägen machbar wäre. Vor allem habe ich jetzt auch kein Cleanstone dabei. Gut, das gucken wir mal später nochmal. Da will ich irgendwie was anderes haben. Das heißt, alles ist jetzt so schon rund, aber unten die Plattform, die ist dann komplett eckig. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So, zuallererst kommt hier das Ding einfach mal rauf. Jetzt wird es da unten natürlich ganz schön dunkel mit einmal.
Ah ja gut, nee, komplett dunkel nicht, weil die Leiter führt ja hier noch durch. Das heißt, hier ist ein kleiner Luftspalt, wo auch das Licht dann durch kann. Was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil hier kommt ja später noch eine Decke drum drauf. Naja, aber es wird zumindest nicht ganz dunkel da unten. Erstens ist ja noch eine Tür. Und, ne? So weiter und so fort. So, das ist jetzt natürlich eine mächtige Materialverschwendung, was ich gerade mache. Wenn man mal bedenkt, dass jeder von diesen Blöcken 9 Cobblestone braucht. Aber gut. Was macht man nicht fürs Optische? Ja. So. Okidoki. Grundbasis schon mal fertig. Hier kommt jetzt, wie gesagt, der Rand, der wird dann natürlich wieder vergrößert. Das heißt, du kommst hier ran und. Oh, jetzt muss ich überlegen. Genau, mehr geht auch. Mehr geht doch gar nicht. Hier kommt auch noch ein Block ran. Hier kommt ein Block ran. Und hier kommt ein Block ran. Das heißt, wir brauchen hier jeweils eine flache und eine erhöhte Schräge. Das Ganze 8-mal. Und dann noch mal 2, weil wir auch noch später noch ein Deck um drauf klatschen. Also brauchen wir die ganzen Dinger jeweils 16 mal. Das ist doch schon mal eine Aussage. Also stellen wir das immer hier auf 16. Und jetzt kommst du einfach mal da oben rein geklatscht. Einmal danke, einmal danke. Und dann, genau, brauchen wir auch 16 hiervon. Perfekt. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie dem Glas. Das Glas würde ich auf dem Durchmesser machen. Es würde aber scheiße aussehen. Gott, wir machen. Weil das Glas würde ich gerne, dass es ein bisschen nach innen ist. Aber wenn es genau den gleichen Durchmesser hat wie unten der Turm, sieht es auch scheiße aus. Und noch dünner, also noch weniger Durchmesser, macht dann wiederum fast keinen Sinn. Obwohl, warum eigentlich nicht? Doch, macht voll Sinn. Okay, dann muss ich aber da erstmal gucken, wie wir das Ganze dann anordnen. Vor allem, wie man dann hier reinkommt, weil dann geht nämlich die Leiter direkt ins Glas. Das heißt, die Leiter müssen wir dann anders machen. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich doch ein Treppenhaus bauen. Das mit der Leiter wird nicht funktionieren, wenn wir hier mit verschiedenen Durchmessern arbeiten. Gut. Okay, jetzt können wir das Ding hier zum Gegenbauen nehmen. Wobei das unnötig schwer ist. Ich nutze dafür mal lieber ein Stück Glas. Da brauchen wir nicht immer mit Shift-Klick und viel rumklicken. So, wenn wir das so ranbauen, geht das direkt. Das heißt, die Dinger können wir hier auch direkt ranbauen. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Nein. Ja, das war so nicht gewollt. Leck mich. So. Ha. So, und jetzt bei den Dinger hier wird es aber ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, hier müssten wir. Nee, hier bringt es mit dem Kopieren gar nichts. Hier müssen wir sowieso alle manuell ausrichten. Hier irgendwie rumzukopieren, das macht absolut keinen Sinn. Warum haben wir jetzt. Warum steht es nur noch 7? Habe ich irgendwo 2 hingesetzt? Hä? Oh ja, ich habe ja hier herangesetzt. Ich schon wieder. Gut, die Dinger können wieder weg. Danke. So. Weg mit dir. Dich brauche ich und dich brauche ich. Die Dinger hier können auch mal weg. Die machen nur Scheiße. Wenn wir da aus Versehen irgendwo hinklicken.
So, jetzt kommt's. Jetzt wird's heftig. Schraubendreher. Ach Gott, Alter. Hello 45. Okay. Der nichtsaussagendste Name der Welt. Wobei, der nichtsaussagendste Name wäre wahrscheinlich sowas wie, weiß nicht, Mustermann 23 oder 123. Ach, das war klar. Das heißt, ich muss auch... What? Ein interner Fehler. Interessant. Gleich mal gucken, was da los ist. Interne Fehler machen immer Spaß. Haben wir was schlimm hier? Ich hoffe nicht. Das Ding ist so lang. Ah. Bitte. Ja. Sehr schön. Okay. Genau. Was war denn der Fehler? X-Dekor? Das macht die Probleme. Aber der war wahrscheinlich bloß ein temporärer Fehler. Peace from S. Callback. Note. Mightest. The chest. Attempt to intake peace. Gab es. Mal gucken, ob der Fehler schon öfters auftrat. Tatsächlich. Gut, aber immer nur einmal alle paar Tage. Gut, dann ist also nichts, was jetzt irgendwie so super besorgniserregend ist. Aber tatsächlich schon ein bisschen seltsam. Muss ich mal gucken, ob ich die Mod dann auch mal, weiß nicht, ob ich da mal ein Update einspiele. Scheinbar hat die mit Mindtest 5.2.0 auch ein paar Probleme. Interessant. Ob das wohl an diesen Hello 45 lag? Der kleine Schlingel? Oder die kleine Schlingelinen? Oder wie auch immer das auf Diverse heißt? Deros Kleinus Schlingelus? Ronny macht sich über Randgruppen lustig. So, du bitte mal weg. Und jetzt muss ich tatsächlich gucken, dass die muss ich dann so ranbauen. Genau, das funktioniert. So. Ach komm. Wo wollte ich gerade mein Scrollrad hin? Das hat er überall hin gescrollt, nur nicht da, wo es hin scrollen sollte. Da und da und einmal. Ja. Ernsthaft jetzt? Digga, warum kann ich mit Shift so weit laufen? Warum hab ich jetzt gerade Schaden bekommen? Seit wann krieg ich Fallschaden? Das ist ja hier gerade hier Premiere. Ich habe nur noch 8 Leben. Vielleicht mal nochmal probieren. Jetzt kriege ich wieder keinen Fallschaden. Verarschen kann ich mich selber. Was ist denn hier los? Da habe ich gerade irgendwas gemacht, womit ich es verdient habe, Schaden zu bekommen. Weiß nicht. So, auf jeden Fall muss ich hier aufpassen. Ja, siehst du, ich kann hier... Mit Shift-Taste kann ich viel weiter laufen, als ich eigentlich könnte. Aber wenn ich denn die Shift-Taste loslasse, dann gibt es die Schwerkraft. Dann gibt es auf den Sack. Ja, da ist wohl ein kleiner Bug.
eingebacken worden. So, gut, macht uns aber um nicht weiter aus. Das wird zu schräg. Mache ich einmal so hier. Geht das? Ja, gerade so. Dann einmal hier genauso. So und so. So funktioniert das zum Glück. Sehr schön. Jetzt muss ich nur wieder diese ganzen Dinger hier umdrehen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und 1, 2. 1, 2. Und schon haben wir eine wunderschöne Aussichtsplattform. So, jetzt müssen wir mal gucken mit dem Glas. Das Glas würde ich gerne auf dem. Auf dem. Ja, hier ist jetzt wie gesagt auf der Leiter drauf. Da müssen wir also wie gesagt mal gucken, wie wir das dann machen. Ja, siehste? Das würde man da von außen nicht sehen. Wenn ich jetzt sage, okay. Wenn ich jetzt sage, nee, ich mache mal gleich komplett 8. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt sage, okay, bam. Ich mache jetzt hier. Genau, 2 Sechzehntelplatten, so. Dann mache ich quasi von außen eine ganz dünne Glasschicht dagegen. Das sieht man halt von Weitem nicht, weil ne, man steht eigentlich nicht hier oben direkt. Aber es würde halt dafür sorgen, dass man denn hier innerhalb der Leiter hochlaufen kann, ganz normal. Digga, diese Ideen, die ich immer habe, wo habe ich die her? Aus der Cornflakes-Packung? Okay, das kann jetzt gerade abwerten, warum auch immer. Ist das nicht geil oder ist das geil? Das ist sowas von geil. So, jetzt können wir nämlich hier sogar Leitern gegen klatschen. Und. Boah, Alter. Ja? Das ist Kunst, meine Lieben. Das ist Kunst. Wir könnten zu. Oh, Alter. Also, jetzt ist aber gut hier, ne? Jetzt kriege ich gerade so viele Ideen. Leute, ich kriege gerade viel zu viele Ideen. Bitte haltet mich fest. Ich habe Angst. So. Hier machen wir nämlich jetzt das gleiche. Bam. Und jetzt kommt's. Jetzt verfick ich alles. Wo nehme ich bloß diese Ideen her? Achso, gut, die unteren hätte ich gar nicht hinbauen brauchen. So. Und jetzt kann man nämlich hier eine Tür machen. Wo ist denn die Tür? Und hat hier einen formschönen Ausgang. Ist das nicht genial? Och, meine lieben Leute. Genial. So, jetzt wollen wir aber hier dafür ein paar Probleme haben. Und zwar mit den Schrägen. Ich weiß nämlich jetzt nicht genau, wie wir das mit den Schrägen realisieren wollen. Da geht er quasi einfach nur mit Schräg durchbauen. Mehr geht da hier nicht. Und passt das überhaupt? Hä? Hey. Achso, ja. Hier. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Genau, können wir nur hier Schräg komplett durchbauen. Was anderes geht hier gar nicht auf der, auf dem engen Radius. Okay, ich mache dann aber zumindest so, dass hier auch noch gerade ist und hier gerade ist. Das sieht dann besser aus. So, das war schon wieder falsch. Jetzt nur nicht hier von der Tür verwirren lassen. So, und dann kommen nämlich hier so 2 Schrägen gegen. Jetzt muss ich nochmal gucken, um die Schrägen zu bauen. Achso, erstmal muss ich die Schrägen machen. Ja, 8 ist wunderbar. Wie viel brauchen wir eigentlich? Wir brauchen 2, 8, dann das mal 3 Ebenen. Das wären also 24. Dann machen wir das auch mal. Bap. 24. Dankeschön. Und die Rest will ich, die restlichen wieder zu mir. So. Ja, ich. Warum habe ich jetzt gerade Shift gedrückt? Das macht immer gar keinen Sinn. Okay, das war die falsche Seite. Dann muss ich das von der Seite hier machen. Genau. 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 Und dann haben wir quasi hier Innenraum von einer Kantenlänge von 5x5. Das sollte dann genug sein für die Technik, die wir hier reinbauen wollen. Ne? Weil wir wollen ja hier so ein bisschen Mese reinbauen. Das heißt, der kommt dann später, wenn es soweit ist. Das jetzt zu erklären, macht keinen Sinn. Absolut gar keinen Sinn. So. Und jetzt wird einfach nur hochkopiert. Hochskaliert. Hochpenetriert. Okay.
Das machen wir mit dem Replacement-Tool unserer Wahl. Beziehungsweise die Blöcke können wir einfach manuell machen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, boink, 1, 2, und, ach, kacke, 1, 2. So, und die Dinger müssen wir jetzt kopieren. Einmal kopieren, nein, einmal kopieren, einfügen, einfügen. Zum Glück hatte ich gerade das entsprechende Objekt nicht in der Tasche, sonst hätte ich es jetzt direkt hier hingepflanzt. Also noch ein Vorteil, den Inventar clean zu halten. Das erspart einem so manche Fehlgriffe. Beziehungsweise sorgt dafür, dass diese dann keine Auswirkung haben. Was ja technisch gesehen auch vielleicht rauskommt. So, wunderbar. Wunderbar. Mm. Gut, von innen sieht es ein bisschen seltsam aus, aber ist ja scheißegal. Wichtig ist, dass es von außen gut aussieht. Und vor allen Dingen halt von weiter weg. Da wird jetzt keiner hier am Turm hochklettern und dann sagen, aber vom Nahen sieht es scheiße aus. Und wenn doch, hat er einfach Pech gehabt. Es ist nicht dafür gedacht, vom Nahen gut auszusehen, sondern von weitem weg. Das heißt, wir werden uns dann nachher dann irgendwo mal da hinten irgendwo hinstellen und dann mal gucken, wie es aussieht. Und hier hat man jetzt eine wunderschöne Tür und kann man hier wunderschön draußen rumlaufen. Ist das nicht genial, meine Damen und Herren? Ich frage euch, ist das nicht genial? So, und jetzt kommt da oben noch eine Decke drauf. Scheiße, ich hätte gleich drauf bleiben können. Ja. Haben wir mal irgendwas? Ach komm. Machen wir halt hier Glas hin. Scheiße. Ist jetzt das, was man am schnellsten abbauen kann. Von dem, was wir dabei haben. So, und hier jetzt nochmal genau das gleiche. Hier kommt ein Block hin. Da kommt ein Block hin. Block. Was? So. Genau, macht voll Sinn. So. Hör die. Oh nein! Was habe ich getan? Ach, mach ich später weg. Erstmal kommt der darauf. Jetzt überlegen, der kommt so. Völlig korrekt. Der kommt denn hier noch einer dran. Denn hier wieder zwei. Hier kommt dann wieder einzelner. Hier auch ein einzelner. Hier wieder zwei. Dann steht hier wieder einer davor. Und hier ist wieder. Moment mal, hier ist ein Fehler. Das muss so sein. Und dann kommt 1, 2, 1, 2 und 1, 2. Perfekt. So, hier das Dach machen wir auch komplett dicht. In dem Unterboden müssen wir später noch wieder ein Loch reinpacken, weil da kommt nämlich die Elektronik durch. So. Halt, wir finden es noch durch. Gestorben. Was tue ich hier gerade? Ich wollte gerade die Tür aufmachen, dabei ist die Tür doch auf der anderen Seite. Wo? Da hinten. So. Habe ich jetzt was kaputt gemacht hier? Nö. So. Und jetzt einfach nur noch hochkopieren. Kopieren. Einfügen. Kopieren. Einfügen. Kopieren. Einfügen. Einfügen. Kopieren. Ja. Auch beim Kopieren die Shift-Taste gedrückt halten, sonst kopiert man nicht, sondern fügt ein. Das war so. Und so. Und jetzt kopieren, einfügen. Kopieren, einfügen. Wie so ein Lernkurs für Computerneulinge, ne? Kopieren, einfügen. Steuerung C, Steuerung V. Und jetzt alle im Gleichtakt. Ja. Der Lehrer macht natürlich Scheiße. Dafür sind Lehrer da. So, perfekt. Perfektion in Aktion.
Wenn ich mal fragt, wo ich diesen Spruch her habe, ich weiß es gesagt, ehrlich gesagt selber nicht. Der ist mir einfach spontan selber eingefallen. Nein, was macht denn hier? Oh. Konzentration, meine Damen und Herren. Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt aus nichts. Womit wir wieder bei den Werner-Filmen wären. Danke dafür. So, gleich geschafft. Mann, ich hab... Nein. Oh, wir... Hä? Was habe ich jetzt gerade gemacht? Du bist falsch. Und irgendwas ist hier noch falsch, weil mir fehlt etwas. Ich habe doch alles. Habe ich ja gerade schon wieder verpasst, hier zu kopieren. Also, kopieren. Einfügen. Ah, geht doch. Kopieren. Einfügen. Perfekt. Sehr schön. So. Genau. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach Hause. Ach, siehst du, es ist sogar immer noch voll hell. Warum ist das hier? Ach, weil die Dinger lichtdurchlässig sind. Ja, da war ja was. Lol, Indirektbeleuchtung. Sieht ein bisschen interessant aus. Ehrlich gesagt, nicht geplant. Aber sieht tatsächlich interessant aus. Gut, das heißt denn, machen wir jetzt ein paar Meselampen. Ach nee, Meselampen können wir nicht nutzen. Wir müssen ja diese komischen weißen Lampen da benutzen, weil die müssen ja mit Mesesignal ansteuerbar sein. Und ja, die Meselampen sind natürlich durch Mesesignale nicht ansteuerbar. Danke dafür, Angela Merkel. Wo haben wir die Äpfel? Vielleicht mal hier schnabulieren. 1, 2, 3. Und dann, ja, bauen wir die entsprechende Technik, die wir dafür brauchen, damit das Ding da umblinkt. In dem Sinne, bis dahin.